Hier wird das Komplementsystem orientierend dargestellt. Einfache Experimente illustrieren die Funktion von Komplement. Wenn man bestimmte Bakterien, wie zum Beispiel Meningokokken, mit normalem Serum inkubiert, kommt es zu einer Bakteriolyse. Macht man dasselbe Experiment mit Serum, das bei 60 Grad Celsius Hitze inaktiviert wurde, kommt es nicht zur Bakteriolyse. Die hitzelabile Komponente des Serums wurde als Komplement bezeichnet. Aus der Historie seien zwei wichtige Daten erwähnt. Die Erstbeschreibung von Komplement erfolgte durch Jules Bordet im Jahre 1898. Später erhielt er dafür den Nobelpreis. Der Begriff Komplement wurde dann von Paul Ehrlich 1890 ins Leben gerufen. Er meint, die hitzelabile Komponente des menschlichen Serums, die bei der Bakterienabtötung hilft. Komplement kann auf drei verschiedenen Wegen aktiviert werden, die wir als klassischer Weg, als Lektinweg und als alternativen Weg beschreiben. Im Zentrum steht dann zunächst die Aktivierung der dritten Komplementkomponente C3 und im Gefolge die Bildung des zytolytischen Komplexes, der auch als Membranattackekomplex MAC bezeichnet wird, bestehend aus den Komponenten C5b bis C9. Wenn Bakterien mit Hilfe von Komplement lysiert werden sollen, braucht es zunächst einen spezifischen Antikörper der IgG oder IgM-Klasse. Diese Antikörper waren in den initial erwähnten Experimenten die hitzestabile Komponente des Serums. Ähnlich wie Bakterien lysiert werden können, können auch Zielzellen wie zum Beispiel Erythrozyten aufgelöst werden. Hier sehen wir nun die weiteren Schritte der Komplementaktivierung, nachdem C1q an den spezifischen Antikörper gebunden wurde. Es werden dann C1R und C1S aktiviert, wobei C1S enzymatische Esterasefunktion hat. Es wirkt auf die Komplementkomponenten C4 und C2 unter Bildung der klassischen C3-Konvertase C2A-C4B. C2B und C4A werden dabei abgespalten. Die klassische C3-Konvertase wirkt dann auf C3 unter Abspaltung von C3a, was anaphylatoxische Eigenschaften hat. C3b wird auf die Oberfläche der Zielzelle geladen. Im Gefolge werden dann weitere Komponenten von C5 bis C9 aktiviert und der Membranattackekomplex C5b bis C9 gebildet. C5a wird abgespalten und hat ebenfalls anaphylatoxische Eigenschaften. Die Zielzelle kann durch den MAK lysiert werden. Der alternative Aktivierungsweg beginnt mit der Spaltung einer inneren Thioesterbindung im C3-Molekül. Dieses Produkt verbindet sich mit Faktor B zur initialen C3-Konvertase C3H2OBB, wozu Faktor D erforderlich ist. Diese C3-Konvertase spaltet C3 unter Bildung von C3A und C3B. C3B wird auf der Oberfläche der Bakterien deponiert.
Mit weiterem Faktor B und unter dem Einfluss von Faktor D entsteht die alternative C3-Konvertase C3b-Bb. Sie wird durch Properdin stabilisiert, da sie sonst relativ bald zerfallen würde. Dieses Produkt ist in der Lage, weiteres C3 zu aktivieren. Das an der Oberfläche deponierte C3b kann im Sinne der sogenannten Verstärkungsschleife wiederum in den Prozess eingeschleust werden und die C3-Aktivierung amplifizieren. Der Lektinweg wird initiiert durch das mannosebindende Lektin, hier dargestellt als 96-Kd-Monomer, welches eine kohlenhydratbindende Region spezifisch für mannosehaltige Kohlenhydrate hat. Zur vollen Funktion muss dieses oligomerisiert werden, hier dargestellt die Bildung eines MBL-Tetramers. MBL, aber auch Kolektin 11 und Ficoline, die ähnliche Strukturen haben, können an mannosereiche Bakterien binden. Die Funktion wird dabei durch MASP2 verstärkt. Der gesamte Komplex ist in der Lage, die klassische C3-Konvertase C2ACIV-B zu bilden, nach Aktivierung von C4 und C2. Dieser Komplex ist dann in der Lage, C3 zu aktivieren und C3b zu bilden. Hier noch einmal dargestellt der klassische Aktivierungsweg. Der Lektinweg klinkt sich dann praktisch ein auf der Stufe der Bildung der C3-Konvertase. Danach sind die weiteren Aktivierungsschritte identisch. Wozu brauchen wir Komplement? Zum einen ist Komplement wichtig für die Lyse bestimmter Targetzellen. Das können Bakterien sein, wie wir es gesehen haben, aber auch bestimmte Zellen, wie zum Beispiel Erythrozyten. Komplement ist beteiligt an der Auflösung und Elimination von Immunkomplexen. Und schließlich ist Komplement beteiligt an der Bildung von Mediatoren für Entzündung, Vasoaktivität und Anaphylaxie.